Guten Morgen und willkommen zu dem neuen Antarktis-Reisevlog. Allerdings immer noch in Südgeorgien. Wir haben zwei weitere Tage. Das Wetter ist, ich sehe schon wieder Sonne, aber auch Wolken. Sieht aber trocken aus und relativ windstill. Naja, relativ. Fühle mich gut, gut geschlafen und noch kein Muskelkater. Wer wissen will, warum ich vielleicht Muskelkater haben könnte, schaut sich den letzten Vlog an. Da gibt es nämlich eine sehr anstrengende Wanderung. Hier fährt, schwimmt auch gerade ein Eisberg an mir vorbei. Und heute geht es nach St. Andrews Bay. Und dort ist die größte Königspinguin-Kolonie. 250.000 brütende Paare, das heißt eine 500.000 Pinguine plus der Küken aus der letzten Saison. Also eine unfassbar große Anzahl an Pinguinen. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf die erste Anlandung. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und als kleiner Werbeblock, wer mehr Informationen zur Reise, zu den Tieren und so weiter sehen will, der schaut mal auf dem Blog. Da müsste jetzt schon ein bisschen was online sein. Hier kann ich nicht so viel quatschen, will auch nicht so viel quatschen, sondern euch einfach Eindrücke zeigen, wie es hier aussieht und was wir so machen. Und ja, wenn ihr da nähere Infos wollt, schaut einfach mal auf dem Blog vorbei, ist unten verlinkt. Und wenn ihr Fragen zur Reise habt, dann stellt die auch einfach in den Kommentaren. Dann mache ich mal ein Q&A oder beantworte sie natürlich auch direkt.
So, die Schuhe sind wieder sauber, die Hose ist auch wieder sauber. Wir stellen uns eigentlich immer direkt unter die Dusche mit der Hose, denn so kriegt man sie am besten sauber mit dem ganzen Pinguin-Poo, der da rumliegt. Und wenn man sich hinkniet oder hinsetzt, um entspannt zu fotografieren oder einen anderen Winkel zu bekommen für die Fotos, dann hat man das halt an der Hose. Jetzt gibt es Mittagessen auf dem Boot und dann geht es zum zweiten Spot nach Gold Harbor. Ja, ich denke Pinguine und Seeelefanten werden wir dort sehen. Ein paar Pelzrobben haben wir eben auch schon gesehen. Die kommen später, wenn die Seeelefanten fertig sind mit Paaren und Kinderkriegen. Und dann kommen nämlich die Pelzrobben, aber ein paar sind jetzt schon da. Und es ist ganz gut, dass es nicht so viele sind. Die sind nämlich etwas aggressiver, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ansonsten sind die Tiere hier eigentlich alle recht gechillt. Und es ist so spannend und interessant, die zu beobachten. Auch jetzt mit der kleinen Zodiac Cruise, die wir gemacht haben, entlang des Strandes. Da kann man natürlich nicht langlaufen, sind viel zu viele Tiere. Aber ja, die Seeelefanten zu beobachten, wie sie sich gegenseitig jagen und ja, das ist echt total spannend. Das ist so ein bisschen wie eine National Geographic Dokumentation in live. Macht auf jeden Fall Spaß und ist wahnsinnig beeindruckend. Dann geht's hier dann weiter mit der zweiten Anlandung und ich werde jetzt erstmal Mittag essen. Absagen muss, weil wir ganz einfach viel zu viele Seeelefanten direkt an der Anlandestelle haben und auch die alternativen Anlandestellen lassen das heute leider nicht zu. Nur weil wir allerdings nicht anlanden, bedeutet das nicht, dass wir gar nichts machen, sondern wir laden Sie herzlich ein zu einer Zodiac-Fahrt. Das machen wir dann für alle zusammen. Bitte achten Sie auf die Lautsprecher-Durchsagen. Wir beginnen mit Gruppe Nummer B, dann C und A. There's nobody here. Always find an open spot somewhere where we can land. And so now it's really crowded. Yeah. Smartphone photography lecture. The best kind of lighting to shoot with smartphones is usually outside when you have ample ambient light. Wieder ein sehr, sehr schöner Tag, obwohl wir bei der zweiten Tour nicht anlanden konnten, weil zu viele Tiere am Strand waren, zu viele Seeelefanten, die da rumlagen und das ist dann zu gefährlich. Und deswegen haben wir eine Zodiac Cruise gemacht, also sind mit dem Zodiac in den Strand hoch und runter gefahren und ein bisschen an den Klippen lang. Und da war so, so viel los. Also, habe ich das schon gesagt oder habe ich das hier gesagt, dass man sich vorkommt wie in so einer BBC-Dokumentation, nur live? Ja, da war richtig viel los. Also die Seeelefanten haben sich gejagt. Gleichzeitig sind aber auch die Pinguine aus dem Wasser gekommen und mussten dann schauen, wie sie durch die Seeelefanten irgendwie an Land kommen. Und dann die Vögel dazwischen, also Giant Petrel und so. Und da war richtig was los. Wir hatten sehr viel Spaß, da zuzuschauen. Und jetzt hatten wir gerade den Recap und morgen früh wird um 4:30 Uhr, nee, um 5 Uhr. Um 5 wird geweckt. 4:45 Uhr habe ich mir einen Wecker gestellt, weil es sehr, sehr früh rausgeht, die erste Expedition. Und dann haben wir noch eine Fjordfahrt und dann geht es um die Mittagszeit schon Richtung Antarktis. Wir haben 2,5 Seetage, das seht ihr dann aber noch. Denke ich mal ein bisschen, mal gucken, was wir da machen. Es wird wieder Lectures geben und Workshops wahrscheinlich und viel Essen. Essen ist ein gutes Stichwort. Ich gehe jetzt zum Abendessen, zum Dinner. Das sind immer drei Gänge, die man sich aussuchen kann. Ich glaube, 3 bis 4 verschiedene Sachen. 4 Sachen gibt es, glaube ich, immer zur Auswahl. Und es ist immer was sehr, sehr Leckeres dabei. Da fällt es oft schon schwer, sich zu entscheiden. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich schon wieder ein bisschen Hunger. Der Magen hat sich daran gewöhnt, dass es hier einfach unfassbar viel Essen gibt. Aber es ist ja Urlaub, ne? Und da stört mich das nicht. Da gibt es dann halt viel Essen. Diät gibt es danach wieder. Jetzt sage ich an dieser Stelle mal kurz gute Nacht und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Sehr früh sogar. Jetzt könnt ihr euch direkt das nächste Video anschauen und natürlich auch ein Abo dalassen, damit ihr kein weiteres Video auf meinem Kanal verpasst.